Mit dem Castro präsentiert Pimpelpark das zweite Holz. Ob die Neuentwicklung seinem vielversprechenden Namen gerecht wird und welche Besonderheiten wir sonst noch bei unserem Test feststellen konnten, seht ihr in diesem Video. Auf den ersten Blick fallen beim Castro das minimalistische Design sowie der relativ kurze Griff auf. Das Abwehrholz bringt mit dem Mittelblatt satte 95 Gramm auf die Waage. Ein beachtlicher Wert, der fast schon danach schreit, dass man das Teil mit einem OX-Gummi spielt, um Armschmerzen vorzubeugen. Doch irgendwie passt das hohe Gewicht auch zum Gesamtkonzept der neunschichtigen, durchweg einwandfrei verarbeiteten Festung. Beim Dotz-Test hinterlässt Pimpelparks Werk eine gute Rückmeldung bei minimalen Vibrationen. Das Anschlagsgefühl ist im mittleren Bereich einzuordnen. Hier im Video zeigen wir das Castro mit dem Epos und dem Cluster im Einsatz. Schauen wir uns zunächst das Verhalten mit dem Doppel-Innenbelag an. Hier lassen sich mit dem Castro ohne große Mühe sichere Topspins, Konter und Blocks spielen. Trotz des bereits erwähnten hohen Gewichtes ist der Touch dabei stets gefühlvoll. Geschwindigkeitsmäßig lässt sich das Holz in den Dev Plus bis Allround Bereich einordnen. Genug Dampf für Gegenangriffe aus der Halbdistanz sind auf jeden Fall vorhanden. Der Ballabsprung liegt im mittleren Bereich. In der langen Abwehr liegt das Spin-Potenzial auf einem guten Niveau. Dies bestätigt sich auch in Sachen Aufschlag. Richtig Spaß versprüht das Castro beim aktiven Störspiel am Tisch. Ob Konter, Hackblock, Truppschub, Schuss oder einfach nur Bälle verteilen. Das Holz ist hier in allen Lagen gut zu kontrollieren und gerade durch die für den Gegner äußerst unangenehmen Winkel sehr effektiv einsetzbar.
Als Paradeschlag hat sich bei einer UX-Noppe auf dem Castro ganz klar der Seitwisch herauskristallisiert. In der Langabwehr ist das Castro mit der UX-Noppe nicht ganz einfach zu kontrollieren, da die Bälle hier eher zu flach kommen und im Netz landen. Empfehlenswert wäre hier ein Noppenbelag mit Schwamm, wodurch das fehlende Tempo etwas ausgeglichen werden sollte und gerade klassische Abwehrspieler auf ihre Kosten kommen. Die Schnittentwicklung aus der Langabwehr ist, so wie hier mit dem ABS-Ball, recht ordentlich. Letzten Endes können wir das Castro auf jeden Fall jedem Störspieler, der aktiv am Tisch agiert, empfehlen. Sicherheit und Kontrolle sowie die angenehme Ballrückmeldung zeichnen Pimpelparks Holz in diesem Bereich ganz besonders aus. Ein weiteres Anwendungsszenario für das Castro wäre die klassische Abwehr, wo das Holz mit einer Schwammnoppe gut harmonieren sollte. Alles in einem ein ordentliches und wertiges Defensivholz, das sich gewiss zu einer echten Festung entwickeln könnte.